Herzlich willkommen zu ARK Survival Ascended. Dies ist jetzt die erste Folge auf einem privaten Server und der Beginn von vielleicht einer größeren Reise, wo wir vielleicht auch auf den ein oder anderen alten bekannten Mitspieler wieder treffen werden. Es wird auf jeden Fall ein kleines Abenteuer und was alles so passiert, seht ihr in diesem Video bzw. jetzt in dieser Serie. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Los geht's. So, ich hab Bock, Leute. Let's go. So, Harvest habe ich dreifach eingestellt, das scheint zu funktionieren. Wir müssen mal einen Stein aufheben und gucken, ob wir drei Steine bekommen. Ja, okay, also Harvest funktioniert. Movement Speed geht auch, ich habe Movement Speed aktiviert, dass man das grillen kann. Ich habe so Bock, ey. Sieht so cool aus. Hinten ist auch ein Tech-Parasaurus. So, crashen, let's go. So. Dodo schnappen wir uns gleich. Bäm. Dafür können wir erstmal ausrüsten. Machen wir erstmal Bogen und so. Holen uns erstmal Heid ran. Dann Explorer Note. Ich finde mal eben gucken, wie es jetzt aus, wenn ich die Fackel anmache. Level sind wir? Level 4, okay. Wann kann ich Speer machen? Kann ich schon craften. Ah, jetzt sehe ich das. Schaut mal hier die Biegen da. Wie die sich da so ein Loch fräsen durch die Wolkendecke. Seht ihr das? Das ist schon ganz schön geil. Hey, wieso sind die Sachen alle so groß? Auch der Speer, guck mal, wie lang der ist, Alter. Also, ist cool, aber irgendwie kommen mir die Sachen alle so viel größer vor. Kann das sein? Guckt euch mal diesen langen Speer an. Aber wieso kann ich den nicht werfen? Also, normal ist so rechte Maustaste und dann linke. Ach, man muss loslassen. Das ist aber normal. Früher war es doch so, dass man... Oder? Bin ich lost. Ja, wir sollten eigentlich erstmal einen Explorer Note holen. Ich glaube, ist ja schlau. So, ich hole mal ein bisschen Fiber, dann mache ich mal ein paar Schläuche. Ich mache jetzt hier auch Campfire gleich hin. Ein weißer Biegen. Den würde ich glaube ich mal probieren. Also weil Biegen scheint sich zu lohnen. Oh nee, geh weg. Mein Fleisch. Hinten ist doch eine Explorer-Note. Haben die ein bisschen verschoben? Also wir sollten auf jeden Fall Parachute machen, glaube ich, bevor wir die nehmen. Dann kann ich schon... Bola kann man schon lernen. Das ist gut. Cooking Pot auch. Erstmal ein paar Bolas.
nehme die schon mal mit. Oh, I was ever so glad to see Miss Walker again. Ich muss mittlerweile sagen, desto mehr ich das Spiel spiele, desto besser gefällt mir das Interface. Theoretisch könnte man das ja sogar noch ein bisschen kleiner machen, ne? So, aber ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht. Vielleicht bauen wir auch erstmal hier eine kleine Hütte und Tame Pete und so ein Stuff. Und machen, dann fliegen wir ein bisschen rum und überlegen. Das wäre auch eine Idee. Könnte man auch machen. Ich habe mal einen Punkt ins Damm hauen. Also für ARK-Verhältnisse finde ich die Charaktere und die Charaktererstellung ziemlich krass, muss ich sagen. So. Ich fülle mal noch meine Water-Dings auf. Oh, sieht das cool aus, wenn die rennen mit dem Schild in der Hand, Alter. Nice. Ich würde mal eben nach Gewicht sortieren. Ist schon, ne? Und hier mal Bären trocken. Wegen Raid. Ich überlege halt fast, ob wir hier erstmal eine kleine Hütte bauen. Erstmal P-Tame und so. Ich laufe mal noch ein Stück weiter. Wir schauen uns mal noch ein bisschen hier um. Das Fiese finde ich irgendwie ist, es sieht alles episch aus. Man hat irgendwie Bock, überall zu bauen. Aber, ach, keine Ahnung, ich mache vielleicht noch ein paar von Foundies, ne? Und Mörser und so und Stuff zum Betäuben. Dann versuchen wir uns einen Pete zu tamen. Und im Anschluss fliegen wir Nordosten und gucken uns mal den Hidden Lake an und überlegen, ob wir da eine Base bauen. So, ich glaube, hier ist die Vierfach-Nord. Ist das hier? Wie, jetzt geht hier eine Treppe runter? Das ist neu, oder? Okay, so viel zum Thema Sprungfallschirm. Schaut euch mal das Meer an, wie gut das aussieht. Once your fall is complete. So, okay. Am besten wohl noch eine Zweifach. Eine Zweifach finde ich doch hier einfach, wenn ich hier hochrenne irgendwo, ne? Und dann machen wir eben noch ein paar Crafting Pots. Cooking Stations, meine ich. Es gibt kein Desing mehr aktuell übrigens. Mal gucken. Ey, es gibt echt kein Desing mehr. Das wäre so ein Desing gewesen. Das genauso. Ja, die sehe ich hier nicht auf dem Boden. Oh, so einen hätte ich gerne. Wie tamt man die nochmal? Weil die sind super schnell. Der sieht halt auch übelst cool aus. Lass mal den versuchen. Ich mach mal noch ein paar Betäubungspfeile. Ich mach erstmal ein paar Cooking Pots noch. Damit wir jetzt hier die Not. Wir brauchen eigentlich noch eine Zweifache. Moment. Wir machen gleich wieder hierher. Ich muss die Zweifach-Not finden. Wir müssen irgendwie einen Berg hoch oder so. Ich hab's, The wondrous properties of the floor. So, okay, dann lass jetzt mal Cooking Pots noch spammen. Was bist du?
110. Jetzt hier mal eine kleine Zwischenbase auf, Leute. Ich will jetzt übrigens mal eine Sache testen, ob ich das im Schnitt wirklich richtig gesehen habe. Wartet mal. Und zwar, wir haben jetzt hier so Gras und Wiese und so, ne? Normalerweise geht es ja durch die Foundation. Ich will jetzt sehen, ob wirklich der Smash verschwindet, also die Pflanzen. Tut's. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist mir beim Schneiden aufgefallen. Ich hab mich übelst gefreut, wo ich das gesehen habe. Das sieht halt aus wie eine Kiste, Alter. Ich hätte es, glaube ich, auch was anderes machen können, ne? Glaube ich. Ich glaube echt, es gibt kein Desync mehr. Noch eine Fliege. Die finde ich ja nie im Leben jetzt, ne? Okay, krass. Ich muss mittlerweile sagen, ich bin jetzt aktuell, hier ist übrigens eine Note, mehr hyped als vor Release. Also jetzt, wo ich spiele, bin ich mehr hyped als vor Release und das ist eigentlich gut. Weil meistens ist es umgedreht so. So, er muss noch einmal essen. Aber wenn man hier ist, wobei die Pfeile werden nicht reichen, wir müssen jetzt erstmal welche herstellen. Ah, okay, das ist aber geil. Krass, der hätte also auf der Foundation jetzt hier solche Dinger platziert. Hübsch. Lass uns mal die Mörser angucken. Die sehen nämlich schick aus, ey. Sag mal, kann es auch sein, dass die Axt, guck mal, die ist doch fast kaputt, dass das optisch jetzt dargestellt wird? Die sieht übelst verbraucht aus, ey. Boah, okay, das ist cool. Flugi ist fertig. Na? Und ist ein hübscher geworden. Und es fängt an zu regnen. So, der kann uns glaube ich noch nicht tragen. Doch kann er. Aber ich. Der Sound ist gut. Also der Regensound ist echt gut. Schon ganz geil. Achso, lass aber schon mal Dings herstellen hier. Wie kann ich die Ordnerführung deaktivieren? Hab's rausgefunden. Mehr geht nicht. Enttäuschend. Gut, dass ich zwei Mörser hergestellt habe. Da geht's richtig schnell jetzt, die 8 Narcotics. Ja, wir brauchen mehr Narcoberries. So, hier hätte ich jetzt ein Snap. Okay, ja, aber draußen. Verschwindet da jetzt auch das Gras? Nein, nur bei Foundies anscheinend. Ich hätte mal kurz die Kamera stört, dass man einfach mal das kurz sieht, wie gut das aussieht. Auch das Wasser und jetzt die Färbung und alles, das ist... Was ich daran so krass finde ist, Leute, wir sind gerade... Diese Starterinsel, die ist eigentlich unfassbar unspektakulär, so. Und hier sieht die halt so krass aus, wisst ihr. Ja, wir müssen Bären farmen. Eigentlich wäre es voll gut dafür, den Parasaurus zu tamen. Dann wird es schneller gehen. Das weiß man als Arc-Profi. Sandino?
Kombi, ne? Ey, es ist so geil, kein Desync mehr. Also, ich habe jetzt so viele kleine Ziele mit Bogen im Pfeil beschossen und kein Desync, so geil. Ich stelle mir mal eben noch ein paar Betäubungspfeile her. Wollte ich ja gerade machen eigentlich, ne? Ich denke aber, das reicht für den. Das war ein Desync. Ey, ich glaube, ich habe den Boden geschossen, Leute. So, der ist Level 45. Und der ist Level 25. Ah, dann nehmen wir 45. Ich hoffe, 12 reichen. Ich denke schon. Okay, der ist schnell fertig. So, währenddessen würde ich meine Holzhütte weiterbauen. Wir machen eine solide 2x2 Base. Hab ich mir jetzt überlegt. Okay. Ey, ich baue eine kleine, schöne Hütte. Ich will das jetzt testen. Weißt du? Habt ihr gesehen? Das ist cool. Dass jetzt hier die Vegetation sich deswegen bewegt, ist cool. Das ist ein Affe. Ist der die Beere zufällig gerne? Der Parasaurus ist übrigens fertig. Der ist Level 2 nur. Gönn dir? Okay, obwohl wir noch 2 haben. Das ist ja genau mein Humor. Oh nein. Ich betäub den auch, was soll's. Na? Das ist ein hübscher, oder? So, Parasaurus-Sattel. Jetzt können wir Bären fahren. Ey, das läuft hier richtig gut gerade so. Wir haben schon voll viel getamed. Ich tame jetzt auch noch den Raptor. Ein Pete, ein Parasaurus. So, ich kann doch, guck mal hier, das ist, das checke ich erst jetzt mit dem Bausystem, wenn ich jetzt R drücke. Also das ging schon bei der Chest, aber ich habe das bei der Wall nicht ausprobiert. Also ich kann jetzt hier eine Tür hinmachen, wenn ich will. Und wenn ich wieder R drücke, wird das gut, Alter. Das ist richtig gut. Wird Secret Doorway. Hä? Das klingt so, als wäre da ein Geheimgang oder so. Die Wände sind auch viel, die ist falsch rum. Besser. So, und jetzt muss man gleich noch dingsen. Ich mache erstmal ein bisschen Pfeile noch. Jetzt geht ein bisschen mehr. Jetzt hat es sich gelohnt, 2 Mörser zu bauen. Hier ist übrigens der Dings, den wir haben wollen. Den betäube ich schon mal. Und dann muss ich mich wegen Wasser kümmern. Der sieht so hübsch aus. Boah, ich freue mich so. Also, welche ich habe. Ja. So, Sprinti am Start. Der Truck, das sieht übrigens cool aus. Der sieht richtig cool aus. Oh Mann.
Also ich muss sagen, was Dino-Farben angeht und so, irgendwie sind die geiler. Ist hübsch. Ja, mit denen sind wir schon deutlich schneller. So, wie wär's mit dem Bett, Leute? Strohdach. Bin ja gespannt. So. Ich habe einen Flairgang gefunden. Aber langsam zu einer süßen Hütte. Okay, wir brauchen noch einen. Oh Mann, du sollst da oben bleiben. Was ist los? Ist jetzt eine sehr einfache Hütte? Aber trotzdem schön. Wir haben sogar ein Fenster zum rausgucken. Ich hätte hier gerne ein Fenster. Oh, Glasmetallmod, Leute. Wie? Oh, ich hab's verkackt. Aber ich muss gerade dran denken, wie cool es wäre, hier eine Glasmetallmod zu haben. Wird es bestimmt irgendwann geben, oder? Bestimmt. Ziemlich safe. Ach, wie cool ist das bitte? Das ist die Secret Wood, also mit dem Geheimgang. Ey, das ist für PvP ja richtig geil. Hier steht Wood War. Ich überlege noch, ob man irgendwie den Unterschied sieht an der Bezeichnung oder so, weil wenn nicht, dann wäre das halt richtig cool, Alter. Das ist geil. So, Flare Gun. Ich habe keine Ahnung, ich habe Flare Gun ewig nicht mehr benutzt. Ich weiß nicht, ob das so geht. Okay, und Feuer. Alter. Es wird alles sehr hell. Kann man die Farbe... Ach nee, die muss... das ging ja noch weiter. Man konnte, glaube ich, mit... Man konnte die auch irgendwie einfärben, die Dinger, ne? Ja, es wird halt schon ganz schön hell dann. Aber es würde halt cooler aussehen, wenn das noch eine andere Farbe wäre als gelb. Irgendwie so grün oder rot oder so. Und ich glaube, da musste man die einfärben davor. Krass, jetzt ist das da gelandet. Alter, okay, das sieht schon ganz schön geil aus. Jetzt leuchtet es noch da hinten ein bisschen. Und jetzt ist das Ding weg. Ah, okay, ich verstehe. Okay, das hat Spaß gemacht. Ich fand es nur doof, dass die Farbe gelb war. Ich hätte mir eine andere Farbe gewünscht. Oh, guck mal, der rote Ruby da hinten. Wild. Das ist wild. So, ich hau mal hier noch eine Foundation hin. Ich will mal noch ein bisschen rumexperimentieren mit dem Bauen. Ich mag das neue Bausystem, wo man hier die Sachen einfach auswählt mit R. Das ist jetzt viel übersichtlicher alles. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Das Problem ist, wir bräuchten jetzt natürlich theoretisch hier oben einen Ausgang. Das gibt's bestimmt nicht bei Dreiecksdingern, ne? Ja, müssten wir halt dann ausbauen, aber ich will ja eigentlich nicht hier bleiben. Eigentlich will ich ja nicht hier bleiben. Irgendwie eine Wandtorch oder so? Brauchen wir C-Paste für. Ah. Ich bin der helle Gamer. Stell dich mal vor, im PvP rennen wir uns so rum, alle. Dunkel. Oh, guck mal, unser Affe. Der hat eben noch geschlafen. Jetzt ist er wieder wach. Ist plötzlich hell geworden. Die Sonne geht doch gleich auf. Haben es jetzt 5 Uhr.
Also ich habe eigentlich eingestellt, dass die Nacht doppelt so schnell vergeht, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es so ist. Aber ist okay. Aber guck mal, das schmiegt sich trotzdem an die Wand an. Seht ihr das? Voll gut. Also ich habe es nicht mal aus, aber seht ihr das? Moment, ich mache es so langsam und gleich... Flupp. Voll gut. Ist ja geil. Ey, ich sag euch, Asa ist der absolute PvE-Traum. Ich sag's euch. Das sieht schick aus. Die hat mal ein ganz anderes Level an Helligkeit, die Fort. Ha. So, wir brauchen Rohmetall. Das Einzige, was ich am meisten gerade vermisse, ist ein Pool-Tool, wo ich die Sachen reinziehen kann. Weil ich glaube, das gibt's nicht tatsächlich. Können wir auch hier, aber hier will ich eigentlich einen Stuhl hinsetzen. Oh, das ist super cool, wie sich das ranschmiegt, ey. Das ist ja richtig geil. Das mag ich. Mal sehen jetzt, ob die Blumen weggehen drunter. Ich glaube nicht. Nee. Aber ist okay. Sieht jetzt so aus, als würde die da drin wachsen. Der Sound von der Forge ist übelst gut. Die Forge sind nicht mehr übelst laut. Guck mal, es ist nur so ein ganz leichtes Brutzeln in der Forge. Und nicht dieses... Das ist geil, das fühle ich. Das ist eine sehr schöne Änderung. Das ist auch neu, oder? Dass man sieht, wie lange der Treibstoff hält. Achtung! Ich komme von hinten in dieses Haus rein. Das ist gut. Ah, ey, also ich liebe es! Auch so dieses Ranschmiegen ist super gut, ey. Geheimgang wieder zumachen, bevor es jemand sieht, ne? Darf keiner wissen. So. Jetzt die Torch machen. Ist halt jetzt leider gerade hell. Oh. Ne, erstmal Smithy, ne? Smithy. Wotidestone. Ich brauch Pool Tool, ey. Die wichtigste Mod ist echt Pool Tool. Mit der höchste Priorität haben. Ich finde das so cool, wie das. Ich will mich nicht wiederholen die ganze Zeit. Schade, dass ich hier nicht reinziehen kann, ey. Ich kann's tracken. Okay, das ist tatsächlich ganz cool. Das ist cool, dass ich tracken kann. Aber ich würde es mehr fühlen, wenn ich jetzt hier drücken könnte, irgendwie Pull All Resources oder so. Aber das kommt dann halt als Mod. Das ist neu, dass wir wegmachen. Okay, also wir brauchen noch eins hier. Ist aber auch ganz gut, muss ich sagen. Ist ein schönes Zwischending, tatsächlich. Finde ich gar nicht so schlecht. Gerade so für vergessliche Leute wie mich. Wird jetzt halt nicht so episch aussehen. Wir müssen jetzt dann hier nicht warten, bis es dunkel wird. Ne? Aber ich mach's ja trotzdem mal. Wie lange hält das? Eine Stunde. Okay, cool. Das finde ich auch super gut, dass man. Oh, jetzt haben wir 37 Minuten. Dass man sieht, wie lange das hält. So, das Wichtigste haben wir noch nicht. Moment. So ist das also, wenn die runterkommen. So, ist das da hinten? Da hinten, das ist die Insel, glaube ich. Meint ihr nicht, dass es möglich ist, von dieser Insel eine Brücke hier an Land zu bauen? Dann später? Meint ihr nicht, dass das geht? Also, ich habe da noch nie gebaut. Ich find's hier schön. Also, ich rede übrigens von der Insel, nicht von der da hinten, ne? War ein Spaß. Ich hab einen Witz gemacht.
Hey Leute, das ist doch total cool hier. Weil guck mal, da könnte dann hier könnte jemand ein Haus bauen, da könnte jemand ein Haus bauen. Dann könnten wir das alles mit Brücken verbinden. Irgendwie. Hier können wir noch mehr Häuser bauen. Hier gibt es ja auch Metal, oder? Ja, hier ist ein Metal Node. Die sollten wir erstmal noch da lassen. Also hier sollten wir erstmal noch nichts bauen. Ich glaube, das würde ich fühlen hier. So, ja, und dann irgendwie mittig von der Insel, genau, machen wir dann die Base für alle. Irgendwie. Ja. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, das ist ganz cool. Man hat halt auch von hier oben einen schönen Ausblick und so. Ich muss mich nur entscheiden, wo ich dann meine Hütte hinbaue. Wahrscheinlich dahin. Dann darf ich mich noch nicht so sehr ausbreiten, am Anfang wegen Metal, aber irgendwann werden wir einfach von woanders Metal holen. Aber ich glaube, ich baue meine Base erstmal hier hin. Und mach dann hier einen Balkon. So hier in die Richtung. Es sind gerade übrigens einige Beacons hier am Start. Ich glaube, das würde ich führen. Ich glaube, ich baue hier kommt mein Haus hin. Und das ist mein Metal. Sieht übrigens geil aus, Anna. Guck dich das mal an. Greta will, dass ich nochmal im Westen gucke. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich weiß nicht, wie es jetzt noch schöner werden soll als das. Ich bin noch nicht auf dem Server, aber immerhin schon mal im Teamspeak. Das ist cool. Ja, dann erklär doch mal dem Chat, warum du hier nicht bauen willst. Ich höre dein Grinsen, ohne dass ich sehe. Nein, ich glaube, da ist voll schön im Westen. Keine Ahnung. Noch schöner? Nein, aber auch sehr schön. Wir machen es so. Ich baue schon mal was Kleines hier hin für mich. Und dann fliege ich nochmal in den Westen und gucke mal nochmal kurz, um zu bestätigen, dass es schwer wird, es schöner ist hier zu haben. Okay. Wir können hier voll die coolen Brücken bauen und so. Die Sinn ergeben. Ja, ich merke schon, du bist komplett auf dem Spot. Also was ja gegen den Spot spricht, ist, dass alles also viel weit weg ist. Aber ich wäre halt dann dafür zu sagen, wir tamen einfach ganz viel schnelle Viecher. Wasserviecher und so. Den Busch finde ich auch schön. Ich setze mal hier an. So, okay, Fundament steht schon mal. Der Bronto nervt auch ein bisschen. Weiß nicht, es fühlt sich so an, als hätte mein Nachbar irgendwie ganz ein Sandbuch von oben. Was ich halt auch so cool an dem Spot finde, ist, dass man irgendwie die komplette Map überblickt. Das ist irgendwie auch ganz nice. Ich mach mal eben Wolken an, Leute. Okay, das ist krass. Moment, ich kann doch Fenster auswählen, wenn ich will, ne? Drehen, eh. Das ist so cool, dass das Ransnap da echt feier ist. Da wo die Fenster sind, mache ich mir meine Leseecke hin. Also ihr merkt schon, das wird richtig schwitzer PvP hier. So, Smithy. Machen wir es mal hier hin. Oh, das ist so gut, ey. Also das mit dem Bauen, dass das alles so schön snappt und symmetrisch ist, Alter. Ich schlafe erstmal in der Leseecke. Moment. Ich bin schon einmal gestorben. Was passiert? Oh, guckt mal, wie gemütlich. So, gut, ich fliege nochmal kurz Westen und schau nach. Was ich halt auch übelst geil finde, ist, wie das Wasser sich jetzt komplett also anpasst an das Wetter. Siehst halt richtig, dass es stürmig ist und so, das sieht halt unfassbar gut aus. Das ist schon krass. Und ich spiele gerade nicht auf Epic, ne? Ich habe alles auf hoch gestellt, weitestgehend. Die Wolken, das sehen ein bisschen komisch aus, aber ja. Aber es ist schon ganz schön krass.
Hypnosbeacon. Okay, also die Beacons sind ganz schön OP. Heftig. Und ich habe sogar Loot Quality, glaube ich, runtergestellt. Die war eigentlich auf 1,5 und ich habe die auf 1,0 gemacht. Pelagornis, komm mal droppen. Und ich habe einfach mal eine Gilly-Chest gefunden mit 300 Dura. Moment, jetzt bin ich gespannt, wie die aussieht. ganz ehrlich, Leute. Ich frage mich, wenn man komplett in Gilly rumrennt und sich dann im Gras versteckt und der Gegner spielt auf höchsten Settings, dann könnte das halt echt was bringen mittlerweile. Müssen wir da echt mal ausprobieren, aus Spaß. Hier ist halt auch geil, irgendwie auf dem Pillar bauen oder so und das mit Brücken verbinden. Aber merkt schon, ich habe Lust Brücken zu bauen, ne? Ah, okay, hier sieht's auch geil aus. Verdammt. Aber ich glaube, das Problem werden wir überall haben, egal wo wir sind. Es wird halt überall voll krass aussehen. Pete checken, ne? Die schönen Rabbits da. 95, let's go. Ich will nicht haben. Ey, das sieht aber cool aus. Ich leg mich gleich mal in die Wiese, Leute. Passt auf. Ich habe einen Gegner hinter mir. Okay, wir müssen flüchten. Okay, sieht aus wie ein Stein von Weiden. Ne, das ist mein Helm, ne? So, dann hart Inni, bang bang tot. 15. Ja, Moshpit halt, ne? Hier ist halt ein 110er, glaube ich. Dabei, aber. Ich mach mal eben schnell. Zieh mal durch und sammle mal Perlen ein. Aufpassen wegen Kälte. Boah. Schon sehr hell hier, aber auch sehr schön. Wir sollten auch mal ein, zwei Pinguine. Ja, wir können das alles nicht tragen. Boah. Die Fußstapfen von dem Mammut. Meine Fußstapfen. Okay, müssen wir jetzt doch ins Schneegebiet oder was? Weiß nicht, aber auf jeden Fall machen die Mammuts Fußstapfen im Schnee. Wie cool. Ach, eine Perle. Die leuchten nicht mehr, ey. Stimmt. Die sind jetzt voll schwer zu sehen. Fies. Jetzt dauert es voll, bis man welche findet. Naja, man muss halt wissen, wo die sind. Ne? Finde ich, sieht auch cool aus. Da hinten ist eine. Krass. Okay. Problem ist, eins wird nicht reichen. Ja, ist zu kalt hier. Okay, jetzt müssen wir schnell machen, sonst ist Speed down. Come on.
Da musste ich ganz kurz mal ein bisschen schwitzen, Leute. Kurz aus der Ruhe raus, mal ganz kurz, wie ein bisschen, als wäre mal auf dem PvP-Server. Alles gut, kein Problem. Ich mach mal kurz ins Warme und chillen eben, ne? Das war vor allem schon ganz schön cool, weil ich hatte gerade mein Schild equipped und genau in dem Moment weist der Kano zu. Und ich block. So, ist dann. Timing. Ja, ist er lucky. Hey, hallo Bim. Hallo. Bibi. Ich hab mich ausnahmsweise mal hier reingeschlichen. Oh, der sieht voll hübsch aus. Der ist so richtig, richtig weiß-schwarz. Seht ihr das? Okay, den will ich unbedingt. Wie ist das jetzt überhaupt, der 75er? Er ist 65. Ist okay. Er ist super hübsch. Komm her. Da ist ein Raptor. Das Gelände ist halt super kacke. Wieso ist der Kentro jetzt auch offen? Ich hab gar nichts gemacht. Nicht, dass der Archie jetzt drauf geht. Okay, ich baue jetzt hier die Trap. Das könnte doof werden. Nicht die Geistesteine? Das ist auch sehr cool von dem Geld. Und ich brauche noch ein bisschen Abstand auf. Damit ich mehr Zeit habe, den Pi zu parken. Du bist eine Hübsche. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, auch von der Machart etc., denkt an den Daumen, wäre wirklich super cool und genauso an Feedback. Ihr könnt mir genauso mal schreiben, ob der Schnittstil und mit der Musik und so, ob das cool war. Ich habe es ein bisschen entspannter gestaltet und auch von der Musik ist alles ein bisschen mehr auf Abenteuer ausgelegt und ein bisschen ruhiger. Ich bin sehr gespannt, wie das so ankommt, aber ich fand das irgendwie passend, gerade so jetzt hier in diesem PvE-Content-Kontext. Ich bin auf jeden Fall gerade gut hyped, was Asa angeht. Deutlich mehr als vor Release, wenn ich ehrlich bin. Und das ist erstmal eine gute Sache und ich hoffe, das bleibt so eine Weile bei mir, weil dann werde ich auf jeden Fall weiter zocken. Ich werde übrigens alles Livestream dazu auch, ne? Link ganz oben in der Videobeschreibung, würde ich mich freuen, könnt mal Hallo sagen, ein bisschen zuschauen, ein bisschen schnacken, ne? Wenn ich denn mal in den Chat gucke und ich gerade im Tunnel bin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, tschüssi.